So, und weiter geht's bei Let's Play Final Fantasy 8. Der Grund, warum ich hier im Laden Screen bin, ist ganz einfach. Denn sobald ich starte, ist hier gleich wieder alles so. Und deswegen fangen wir jetzt mit CD2 an. Viel Spaß. Onkel Hakuna, Besuch für dich. Hä? Besuch? Wer denn? Ein Mann in einem komischen Anzug, er spricht gerade mit Rain. Er ist im Laden? Ja, ich wollte dir Bescheid sagen. Bin ich gut? Nicht gut! Du darfst nicht alleine raus. Was ist, wenn ein Monster kommt? Ich komme doch von niemand. Trotzdem. Die Monster mögen kleine hübsche Mädchen wie dich. Sie werden dir dann ganz doll wehtun. Wenn das passiert, wird Onkel Laguna weinen. Das wird nicht passieren. Ich werde Onkel Laguna rufen. Du wirst doch... Du wirst mich doch retten. Hey, warte. Mit dem kleinen Kinderpiano. Ja, wir sind wieder mal mit Laguna unterwegs. Ich werde... Ja, auf jeden Fall erstmal mit Stefan ausrüsten. Dann den Itembefehl durch Karte ersetzen. Dann... Was werde ich noch? Natürlich auch noch Dings... koppeln, hier Feuerer, Blitzer, Eisrar. Gibt's irgendwie was Besseres, was ich noch nicht gekoppelt habe? Nein. So, dann geht's auch endlich hier los. Leider konnte ich das dann nicht irgendwie so jetzt wirklich machen. Oh man, hier sieht's aber alles ziemlich kinderfreundlich aus. Hab auf dich gewartet. Toll, oder? Ja, ganz toll. Er ist Papa und Mama. Sie war heute brav. Okay? Okay. So, und wir sollen jetzt hier nämlich direkt hier rüber. Elion, jetzt oder nie? Jetzt oder nie? Hast du verstanden? Bleib im Zimmer und geh bitte nicht raus. Mecker. Versprechen muss man halten, sonst ist man gearscht. Laguna, bitte benutze keine unanständigen Wörter, wenn du mit Elion sprichst. Mecker. Du bist gearscht. Lange nicht mehr gesehen. Gyros! Wo ist das Gyros? Ich hab Hunger. Das ist mein Freund. Er ist kein Bösewicht, auch wenn er so aussieht. Du bist nett. Auch wenn du nicht so aussiehst. Dir scheint es gut zu gehen. Dir ebenso. Wie lange ist es her, seit unserem Zentra-Abenteuer? Du meinst wohl unsere Flucht aus Zentra. So kann man es auch nennen. So kann man es auch nennen. Nun, etwa ein Jahr. Ich lag die Hälfte im Bett. Ich konnte mich kaum bewegen. Ich hab ihn gepflegt. Danke, das war sehr gütig von ihm. Ich war nach einem Monat fit. Seitdem suche ich dich. Warum? Naja, es war langweilig. Du bist schließlich sowas wie ein Hobby. Sag doch sowas nicht. Ich hoffe dir hier täglich. Ich kann sie verstehen, Kiros. Was soll ich dir erzählen? Was macht Bord eigentlich? Wie geht es Julia?
Wo sind wir hier eigentlich? Fragen wir mal nach Julia. Was ist mit Julia? Keine Ahnung. Julia? Die Sängerin? Genau. Laguna war in sie verliebt und ging jeden Tag in ihre Bar. Hey, stopp, du redest zu viel. Hat sie in einer Bar gesungen? Damals nicht. Sie hat nur Klavier gespielt. War Eyes on Me ihr erstes Lied? Was für ein Lied? Du kennst es nicht? Das hast du mir nie vorgespielt. Ich hab nicht gewusst, dass du dich für Musik interessierst. Es ist wirklich ein schönes Liebeslied. Ich höre das gern. Sie hat neulich geheiratet. Ja, stimmt. Sie hat einen Major. Major Carver hieß er. Dong dong, was sagt das uns? Major Carver, Der Nachname hört sich ziemlich nach dem... Admiral war das, glaube ich. Admiral oder General Carver. Dem wir ja in der Ebene mit Squall geholfen haben. Der Vater von Dingsbums hier. Ob da vielleicht irgendwie mal ein Zusammenhang besteht? Ja, der Vater von... Ach, wie heißt sie jetzt nochmal? Jetzt habe ich doch tatsächlich den Namen vergessen. Ich habe doch erst vor kurzem das gespielt. Wie heißt sie jetzt noch? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Hier, wichtige Person. Renoir. Jetzt weiß ich wieder. Oh. Nie was von ihm gehört. Soweit ich weiß, war sie in einen Soldaten verliebt. Er kam aber nach dem Krieg nicht mehr wieder. Da lernte sie den Major kennen. Sie hat also nicht auf den Soldaten gewartet? Ach, das ist doch egal. Wenn sie glücklich verheiratet ist, ist doch alles in Ordnung. Ist doch so, El? So ist es. Onkel Laguna will mit Rain. Schluss, aus, Ende. Pfui. Böse Geschichte. Ganz, ganz böse. Warum eigentlich? Na, egal. Was soll ich dir erzählen? Was macht Ward eigentlich? Was macht Ward jetzt? Er ist auch weg vom Militär. Er hat glücklicherweise einen neuen Job gefunden. Als was? Er arbeitet als Putzmann im Gefängnis. Hui. Das passt ganz, nicht ganz zu ihm. Aber Hauptsache, es geht ihm gut. Er hat seine Stimme verloren. Naja, sein Gesicht sagt mehr als 1000 Worte. Was soll ich dir erzählen? Wo sind wir hier eigentlich? Die Elfen sind wieder da. Was? Die Elfen? Stimmt, ich spüre sie auch. Heute können wir uns austoben. Ja, ich bin gespannt. Was soll ich dir erzählen? Jetzt nicht. Wir plaudern später wieder. Ich muss jetzt arbeiten gehen. Verstehe. Und, was machst du jetzt? Du bleibst doch noch, oder? Wenn's euch nichts ausmacht. Ohne Fleiß kein Preis. Wenn das okay ist, bitte. So, ab jetzt folgt uns auch Kiros. Kiros selber sollte man jetzt wirklich koppeln. Wir geben ihn Lucifo als auch Diabolos. Er scheint jetzt die Zauber von Xel auf jeden Fall zu haben. Ah, Schlaf ist auch ganz gut. Also ich koppel jetzt erstmal die Leute, weil das wäre jetzt am ehesten angebracht. Meiner Meinung nach.
Job, Zauber, Item, Stärke plus 20% und Gegner 50%. So, ist aber gut, dass er Xer hat. Weil Xer hat zurzeit ganz gute Zauber und sowas. Ich habe eine ganz simple Frage. Was machst du hier eigentlich? Die jungen Männer wurden alle zum Militär geschickt. Zurück blieben ältere Leute, Kinder, Katzen und Schokobos. Wie du sicherlich schon gemerkt hast, leben hier auch Monster. Die Dorfbewohner haben mir das Leben gerettet. Ich tue das aus Dankbarkeit. Jetzt bin ich der Monsterjäger von Windhill. Warum muss ich jetzt wegen dem Namen Windhill an Dings denken, an Fullmetal Alchemist? Na egal. So, Kyros, ab heute hilfst du mit. Laufschritt bis zum Dorfeingang. Wir müssen allen helfen, die Probleme haben. Ja, man kann jetzt natürlich, glaube ich, den Leuten gar nicht so wirklich helfen. Also man sollte, wenn man es schnell machen möchte, geht man einfach schnell zum Eingang. Aber ich möchte ganz gerne hier auch natürlich diesen Zauber, wie zum Beispiel saugen. Ah, ich sauge ganz gerne nicht. Also das HP im Grunde genommen aussagen. Das ist sowas wie Subvita aus Final Fantasy 10 oder ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das in Final Fantasy 6 hieß. Da gab's das aber auch. Die scheinen jetzt wieder völlig gesund zu sein. Wirklich, vielen Dank. Ist Ihnen das Dorf nicht langweilig? Wollen Sie nicht langsam nach Dening City zurück? Anscheinend sagt sie... Ja, sie sagt nur dasselbe. Nein! Ah! Nicht quatschen! Oma, sie sind... Jetzt gibt... Das gibt's doch jetzt nicht! Ah! Ja, bla 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 bla. Schöne Blumen. Kyros ist eigentlich auch so... Spindelja, nimm mal zu. Blumen. Überall Blümchen. Ich habe Heuschnupfen. Ja, kämpfe! Okay, ich könnte ja jetzt hier auch so ein bisschen Pause machen und Zauber ziehen und sowas. Aber gerade... Zurzeit brauchte ich jetzt ein bisschen HP und sowas, deswegen werde ich jetzt einen kleinen Schnitt machen und mich so ein bisschen heilen. Oder schaffe ich das noch so? Weil ich werde ja sowieso demnächst wieder Training machen. Und ich hoffe, dass ich da dann richtig gut trainen kann, nach der diesen nachdem ich hier fertig bin. Wollte ich sowieso noch mal gesagt haben. Ich werde jetzt nämlich demnächst wieder trainieren, je nachdem, ob ich es jetzt in nächster Zeit richtig gut hinkriege. Damit ist nämlich die neuen GFs nämlich so ein bisschen trainieren. Also Karbunkel und den restlichen Quatsch. Und dann werde ich mal zusehen, dass ich dann so langsam aber sicher wieder neue Sachen bekomme. Jetzt muss ich erstmal gucken. 417. Damit ich nämlich kartieren kann. Weil es gibt auch zum Teil ganz, ganz wenig die Chance, allerdings. Also so eine gerade ja, Art Superkartierung. Autsch. Na, egal.
Es gibt hier nämlich Superkarten, Superkartierungen. Die sind dann ganz, ganz selten. Sieht eigentlich auch genauso aus. Aber man bekommt dadurch nicht die normalen Gegnerkarten, sondern auch Bosskarten. Das liegt jetzt allerdings je nach Monster, kriegt man natürlich andere Bosskarten. Aber es ist wirklich nett, das nochmal gesagt zu haben. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber dadurch habe ich zum Beispiel auch... Ja, meine Eve-Karte ist immer noch weg. Dadurch habe ich nämlich auch Kaktorius dreimal bekommen inzwischen. Was? Dreimal? Naja, man sieht also, es kommen hier wirklich nur die wirklich, wirklich ersten Gegner. Also, bis gleich.